Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Pressevertreter, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels in der dritten Liga gegen den Karlsruher SC begrüßen. 4.510 Besucher in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena sahen die 1:3 Niederlage am heutigen Freitagabend. Bei mir begrüße ich jetzt die beiden Trainer der Mannschaften, die heute hier in Duisburg aufeinandergetroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Alois Schwarz, zu meiner rechten KSC-Trainer Norbert Meyer. Schwarz, darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, erstmal muss ich sagen, es war ein schweres Auswärtsspiel für uns, das war klar. Kompliment an meine Mannschaft, wie sie sich verkauft hat. Wir haben an der Art und Weise angeknüpft, wie wir gegen Osnabrück aufgehört haben. Wir waren sehr, sehr präsent, sehr, sehr stabil. Trotzdem muss ich sagen, die erste Halbzeit haben wir sehr, sehr schwankend gespielt. Das heißt, wir waren eigentlich gut drin, machen dann ein super Tor. Wirklich, das haben wir super rausgespielt. Lorenz rückt klasse ein. Dann haben wir ein bisschen nachgelassen. Der Gegner kam dann ins Spiel, bessere Passqualität. Wir hatten dann auch zwei Schusschancen zugelassen des Gegners, wo wir zu passiv waren. Dann kriegen wir den Elfmeter, dann waren wir wieder ein bisschen besser im Spiel. Und gegen Ende der ersten Halbzeit waren wir wieder so passiv, lassen wieder einen Schuss zu und schenken dann dem Gegner eigentlich das 2-1. Und so schnell kann dann ein Spiel auch kippen. In der zweiten Halbzeit, denke ich, war es, dass wir sehr, sehr gut gegen den Ball gespielt haben. Unsere Kontermöglichkeiten dann einmal ausgenutzt haben durch einen langen Einwurf. Hätten dann vielleicht noch das eine oder andere nachsetzen können, aber letztendlich bin ich sehr, sehr zufrieden, wie wir hier aufgetreten sind und mit dem Ergebnis. Dankeschön. Vielen Dank, Alois Schwarz, und als jetzt KFC-Trainer Norbert Meyer um seinen Kommentar. Ja, Glückwunsch an Alois und seine Gruppe. Bei uns ist es halt so, dass wir uns den Lohn für unsere Arbeit, die wir leisten. Wir waren gut im Spiel in der ersten Halbzeit. Wir waren relativ passsicher im Spiel nach vorne, aber die Anzahl der individuellen Fehler, die dem Gegner eigentlich das ermöglicht, in Führung zu gehen beim 0-1, sicherlich gebe ich Alois recht, dann nachher gut rausgespielt, Lorenz rückt gut ein, aber entscheidend war der Fehlpass, den wir im Mittelfeld spielen, wo wir eigentlich erfahren genug sind, um diese Dinge vermeiden zu müssen. Dann ist das kaum noch zu verteidigen oder höchstens in einer 50-50-Situation. Elfmeter haben wir geklärt, die Situation vorher. Und der Yamanosabe spielt dann einen Ball, entweder lösche ich ihn oder der Ball muss ankommen. So ermöglichst du dem Gegner überhaupt in diese Situation zu kommen. Dann machen wir das 2-1. Nochmal, die Mannschaft war gut im Spiel, auch das dritte Gegentor wieder. Wir spielen über einen Gegenspieler 2 Meter entfernt auf einen, der Ball geht es aus, blitzschnell umgeschaltet. Da schenkst du eigentlich diese Bälle schon wirklich ab und das ist dann schade. Aber das ist das, was ich immer sage, diese dritte Liga ist kein Honigschlecken und da wird alles bestraft. Da hat Karlsruhe dann auch diese Spieler in ihrer Umschaltbewegung oder mit Lorenz einen, der weit einwerfen kann. Aber das sind Tore, die darfst du nicht kriegen und dann darfst du dich im Endeffekt nicht wundern, wenn du so ein Spiel dann verlierst. Vielen Dank. Vielen Dank, Norbert Meyer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Karlsruhe, gute Heimfahrt, guten weiteren Saisonverlauf. Würde mich freuen, Sie alle wieder hier begrüßen zu dürfen. Nächsten Freitag, dann um 19 Uhr zu Gast der SC Fortuna Köln. Bis dahin, schönes Wochenende, sagt Ihr und Euer KFC Jüngling.